Oh. Ist das denn wirklich wahr? Ich fasse es ja nicht. Ja, lass mich doch los. Also muss Ron diesen Schatten... Ups. Ja, richtig. Sehr richtig. Oh, also muss Ron diesen scheiß Trank trinken und Harry auch, oder wie? Ja, am besten gebe ich Harry den scheiß Trank auch zu trinken, wenn er denn mal wieder hier runterkommt. 10 Jahre später. Harry, beeil dich mal da mit der Vergewaltigung. Ich weiß, dass das nicht schön ist, aber du musst es jetzt leider über dich ergehen lassen. Wenn du so doof bist und dich erwischen lässt, dann tut mir das sehr, sehr leid. Naja, eigentlich nicht. Das bist du selber schuld. Harry, bist du jetzt bald mal so weit? Nein, du wirst da oben immer noch durchgerammelt. Oh, Gott, ey. Tja, dann müssen wir uns hier unten wohl noch ein bisschen beschäftigen, womit auch immer. Sind das da Schlangen? Das sieht aus wie Schlangen, oder? Ach, das ist doch die Schlange, die uns hier... Ja, klar, klar. Ich bin mal wieder so extrem intelligent heute. Ach so. Was konnte ich da jetzt noch machen? Ich kann da noch was hochziehen. Ja. Harry, hast es jetzt mal bald. Ich werde dir zu tiefem Dank verpflichtet, wenn du bald mal fertig wärst. Ich kann nicht wechseln. Oh Mann, ey. Filch. Filch. Muss ich wieder Mrs. Norris hier wehtun, damit du Harry mal loslässt? Aha, anscheinend. Harry, komm jetzt mit. So. Komm hier runter. Vielen Dank. So, jetzt trinkt ihr bitte beide das Gebräu. Da bin ich euch sehr zu Dank verpflichtet. Und dann versuchen wir das nochmal. Weil mit deinem Umhang funktioniert das ja anscheinend nicht. Mein Gott, bin auch gerade wieder etwas genervt. Ich denke, ihr merkt es, ne? Es tut mir, wie gesagt, leid. Heute läuft irgendwie nicht so, wie es soll. So, können wir das jetzt gemeinsam machen? Geht das jetzt? Ron, mach mit. Danke. So, jetzt gehen wir da einfach durch und sind weg. Gott sei Dank. Wer schnarcht denn hier schon wieder? Ihr habt hier nicht zu schnarchen. Lasst das. Ja, gib mir die Münzen. Ihr seid unfair. Oh Mann. So. Na, das können wir doch auch bestimmt wieder anzaubern. Sag ich ja. So. Und Hermine ist immer noch nicht mit. Ich vermisse Hermine. Ich vermisse sie wirklich. Ich könnte sie jetzt wirklich sehr gebrauchen. Ach, du hast ein Wappen. Aber du gibst das nur Slytherin-Schülern wahrscheinlich, ne? Gibst du mir das? Schade. Sehr schade. Ich hätte das Wappen gerne gehabt. Naja, hier kann ich ja wahrscheinlich gleich wieder irgendwas brauen. Du bist kein Kessel. Du bist wieder so eine merkwürdige Schlange, ne? Ich habe es mir gedacht. Ah, ich habe Teile. Cool. Wartet mal eben kurz. Und weiter geht's. Ich habe mir nur mal gerade eben schnell die Nase geputzt, weil das nervte doch etwas. So. Oh Gott, du hast einen Schlüssel. Gibst du mir den? Aber ich glaube, noch will ich den gar nicht. Noch will ich den nicht. Ich hätte aber ganz gerne das Wappen. Aber doch, ich glaube, ich will den Schlüssel schon haben. Ach, den kriege ich noch gar nicht. Ja, dann nicht. Ich hätte ihn aber gerne gehabt. Muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ron, was machst du da für schöne Zauber? Ach, basteln wir uns jetzt einen Kessel oder was machen wir jetzt? Ach nee, Musikinstrument, oder? Oder was haben wir da schon wieder gemacht? Was haben wir gemacht? Ja, Musikinstrument. Schon wieder. Tja, hilft mir das irgendwie? Ich möchte gern ein Slytherin sein. Aber zurück kann ich ja wahrscheinlich auch nicht, nicht? Das ist eine Unverschämtheit. Ich will das Teil haben, verdammt nochmal. Tja. Du gibst mir das Teil ja nicht. Da ist nur die Schlange drin. Ach, wieso habe ich jetzt den Schlüssel? Weil du schläfst? Oder warum habe ich jetzt den Schlüssel? Ich verstehe es nicht. Aber okay, danke für den Schlüssel auf jeden Fall. Tja. Ah, wo sind wir jetzt? Peter Pettigrew rennt vor uns weg. So eine Frechheit. Oh, Snape ist hinter euch. Hallo. Oh Gott.
Ron war doch überhaupt gar nicht mit... Oh mein Gott. Level abgeschlossen. Ja, schon wieder. Cool. Fred Pullover freigeschaltet. Ja, danke. Hauswappen. Gar keins. Doch eins. Cool. Oh Gott, oh Gott. Hm, 76. Danke. Ja, die Dinger sind mir egal. Goldene Steine. 50. Besser als nichts. Spielen wir weiter. Ach, jetzt sind wir wieder im Schlafraum. Hermine, warum bist du auch hier? Sollst du hier sein? Ich glaube nicht, dass du hier sein willst. Weil du kriegst sonst gleich den Hintern versohlt, weil du uns nicht begleitet hast. Du hättest Professor Snape bestimmt irgendwie überzeugen können, dass er uns doch noch in Ruhe durch die Gänge wandeln lässt. Wie auch immer du das angestellt hättest, aber irgendwie hättest du es bestimmt geschafft mit deiner Klugheit. Was machst du? Ich wollte dein Popo nicht sehen. Also so hübsch bist du auch nicht. Und vor allem, da stehe ich auch gar nicht drauf, nein. Warum schläfst du? Steh auf. Ups. Entschuldigung. Wie geil. Hilf Schülern in Not, um eine Belohnung zu erhalten. Ja, ich habe ihn doch selber in Not gebracht, der arme Kerl. Oh wei, oh wei. Ich habe den armen Kerl doch selber in die Not gebracht. Das tut mir total leid gerade. Schüler in Gefahr. Oh, das Spiel... Ich habe den Schüler selber in Gefahr gebracht, also bitte. Und dann gibt er mir noch Punkte dafür? Ernsthaft jetzt? Ich bin geschockt. Ich bin einfach nur geschockt. So. Was ist das wieder? Was kann ich da schon wieder tun? Ach, soll ich jetzt nochmal rauswandern? Oder wie? Wahrscheinlich nicht. Aber ich will nicht nochmal raus. Wenn Snape mich nochmal erwischt oder Filch, ich habe Angst. Das könnt ihr doch nicht machen mit mir. Ich hab Angst. Aber anscheinend muss ich hier doch wieder rumlaufen. Ja, hi. Oder haben wir jetzt schon 9 Tage und ich darf hier wieder rumlaufen, weil hier die ganzen Schüler auch schon wieder rumlaufen. Naja, meiner Meinung nach haben wir Nacht. Ich wollte gerade sagen, hier können wir doch bestimmt etwas tun. Gott, beschmeiß ich die Leute jetzt hier mit Flaschen oder was? Ja, schmeiß alles runter. Wie nett. Nochmal, was habt ihr denn jetzt noch? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Müllentsorgung mal anders. Lass mich durch, Hermine. Lass mich einfach durch. Du hast hier gar nichts zu sagen. Halt, der Ritter interessiert mich gerade. Mal gucken, was der noch für mich hat. Münzen. Und das hier sieht auch merkwürdig aus. Wusste ich doch. Aber Punkte kriege ich dafür trotzdem schon wieder nicht. So eine Frechheit. Eine riesengroße Sauerei ist das. Dafür hättet ihr mir auch durchaus ein paar Wappen geben können. So. Aber ich bin auch erschüttert, so was die Prozentzahlen angeht, was man schafft hier im Spiel. Weil laut den Prozentzahlen haben wir erst 23% geschafft. Und das, obwohl wir schon im 3. Schuljahr sind. Das kann irgendwie nicht sein. Und da liegt ein Schlüssel. Wo soll ich denn hin? Frage ich mal gerade ganz doof. Ach, da soll ich hin. Na gut, dann gehen wir da hin. Und weiter gehen wir. Wo long? Wo soll ich long? I have no idea, wo ich long soll. Na, da wahrscheinlich eher nicht. Und das Spiel hängt schon wieder. Warum? Ach, da oben soll ich lang. Sag das doch direkt, lieber Nick. Geh doch einfach schneller vor. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du das manchmal wirklich schneller tun würdest. Ach, da ist wieder so eine komische Box. Ach ja, Herr Lupin wollte ja mit uns reden. Jetzt gibt's den Unterricht gegen die Dementoren. Ach, Krätze und Krummbein. Hermine, warum beschwerst du dich eigentlich? Deiner Katze passiert doch nichts. Ron müsste sich eigentlich eher beschweren. Ah, ein Dementor! Ah, man sieht jetzt, er hat Angst vor Mond. Mal wieder. Ist alles vorbei, Harry. Ist alles gut. Gott, was... Ah!
Ah! Ja, mach das doch. Mach es doch. Ach, geht doch. Juhu. Wie viele Kisten davon muss ich kriegen? Aber ich glaube, ich will hier erstmal wieder was anderes tun. Weil vielleicht kriege ich ja doch nochmal hier ein Wappen zusammen. Was ist das schon wieder? Was macht ihr hier schon wieder, Herr Lupin? Sie machen mir Angst mit ihrem Klassenzimmer. Aber dafür kriege ich nicht mal Punkte. Naja gut, ich habe es ja auch selber versaut. Gott, ich lasse wieder unschuldige Köpfe wachsen, bis sie platzen. Oh wei, oh wei. Nochmal? Nö, nochmal nicht. Lupin, ich kann selber durch dein Klassenzimmer gehen. Du brauchst mir nicht zu folgen. Also das müssen sie wirklich nicht. Das schaffe ich auch alleine. Ich habe zwar Angst vor den Mentoren, aber das schaffe ich gerade noch so alleine. Ach, schon wieder so ein Schrumpf-Wachskopf. Ein wachsender Schrumpfkopf. So. So ist es richtig. Ach, da ist wieder so ein blaues Buch. Kriege ich hier mal für irgendwas Punkte? Ich will nicht nur Münzen haben. Ja, ich weiß, ich sollte mal mit dem zufrieden sein, was ich kriege, aber... Ach, du hast auch noch so eine Truhe. Ach, dich da oben kann ich wieder anmachen. Das finde ich cool. Ach, noch so ein Buch. Juhu. Aber ich krieg dafür trotzdem schon wieder keine Punkte. So eine Frechheit. Ich bin sehr enttäuscht. Herr Lupin, wissen Sie das, dass ich sehr enttäuscht bin? Ach, Lampe. Zum Anmachen mal wieder. Juhu. Ach ja. Komm, das Spinnennetz wirst du doch wohl treffen. Ach, kann ich mir da auch wieder eine Truhe selber zusammenbauen? Nee, das ist irgendwas anderes. Ein Fotoapparat, oder wie? Also eine Kamera, meinte ich. Eine altmodische Kamera. Ah. Was ist das für ein schöner Film? Ah, da hat auch einer eine Truhe, gegen die er kämpfen muss. Gib mir die Truhe. Danke. Gott, ey, wie viele Dementoren muss ich hier schon wieder besiegen? Ihr seid doch furchtbar, seid ihr doch. Warum tut ihr das denn dem armen Harry Potter an? Er kann doch auch nichts dafür. Nur weil er Harry heißt. So. Nimm den Zauber, danke. Und noch eine Truhe. Ich bin begeistert. Mach Licht aus. Licht aus. Ah. Dass du dich dabei immer so anstellen musst. Das ist die falsche Musik. Die passt gar nicht hierzu. Das ist nämlich die Quidditch-Musik eigentlich. Finde ich zumindest. Nein, gar nicht wahr. Das ist eigentlich die Musik, die im vierten Teil einsetzt. Wenn die das Trimagische Turnier, wenn die da das geschafft haben. Das fällt mir jetzt mal gerade so auf. Vielleicht vertue ich mich auch. Ah, den Stuhl kann ich wieder wachsen lassen. Cool. Ich will die Münzen haben. Lass mich auf den Stuhl. Na, dann halt nicht. Dann will ich die Münzen halt doch nicht haben. Warte, lieber Dementor, warte. Ach, seit wann hat Lupin denn auch Angst vor Dementoren? Na komm. Na gut. Bist auch kaputt. Dankeschön. Sehr schön. So. Muss ja eh einmal erst weg. So. Ach, der Patronus hilft doch sehr gut, muss ich ehrlich sagen. So. Da hinten ist noch ein Spinnennetz. Weil ich glaube, ich möchte hier noch nicht so ganz... Ach, das funktioniert ja doch, wenn man draufsteht. Sonst funktioniert das nie. Aber an die blaue komme ich trotzdem nicht. Oh, Harry. You make me very wahnsinnig with your Zauberkünsten. Because you have keine. So. Ah, Münzen. So, das da kann ich ja bestimmt wieder drehen. Ja, Lupin, Sie dürfen mich halt nicht in Ihr Klassenzimmer lassen, dann passiert sowas halt. Das tut mir auch überhaupt nicht leid, das sind Sie selber schuld, wenn Sie das gestatten. Dass ich hier halt mein Unwesen treiben darf, dann sind Sie selbst schuld. So. Was habe ich jetzt gemacht? Also manchmal passen die Geräusche gar nicht zu dem, was hier passiert, aber okay. Gott, hier sind noch Münzen, die verschwinden. Na, beim ersten Mal funktioniert das nie. Okay. Dreh dich.
Patronus. Oh, Harry. Lupin aber auch. Lupin, was stellen Sie sich denn jetzt so an? Ach, man muss schnell sein, oder wie? Und dann hat er keine Angst. Oder wie darf ich das verstehen? Naja, anscheinend. Ja, beim ersten Mal funktioniert es eh nicht. So. Warte. Warte doch. Naja. Ging doch. Expecto Patronum freigeschaltet. Juhu. Jetzt kann Harry das also auch. Goldene Steine. Na, 52. Cool. Finde ich gut. Und nu? Bin ich jetzt fertig? Lupin, bin ich fertig oder bin ich nicht fertig? Ja, ich bin fertig.